Hey Leute, heute habe ich ein Douglas-Haul für euch. Und zwar habe ich in den letzten Monaten fleißig dort bestellt. Und jetzt wollte ich euch gerne mal die Sachen zeigen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Als erstes habe ich mir den Tangle-Teaser bestellt. Und zwar wollte ich ihn unbedingt in Pink haben. Ich war schon bei zwei DMs gewesen, ausverkauft. Ich war bei Rossmann. Rossmann hat die gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, du bestellst doch sowieso oft bei Douglas, warum kaufst du sie dir nicht dort? Ja, und Douglas hatte die zum Glück noch in Pink. Und ja, jetzt habe ich sie endlich auch. Und ich freue mich tierisch, weil die soll ja so gut sein. Und da bin ich echt gespannt, weil ich habe echt lange Haare, wie ihr sehen könnt. Und ich benutze eigentlich nach dem Haarewaschen einen Kamm, aber das dauert immer so lange. Und da sind immer viele Knoten drin und alles. Und ich hoffe, dass ich diese Knoten mit dieser Bürste beseitigen kann. Also ich bin sehr gespannt. Und pink auch, weil mein Badezimmer auch pink ist. Dann habe ich mir noch etwas nachgekauft. Und zwar ist das ein Nail Beauty Kit. Also dieser Nail Repair Mikrozell. Und zwar ist es das hier. Da hatte mir eine YouTuber einen Tipp gegeben, dass das momentan bei Douglas im Angebot ist. Also so eine Limited Edition. Und da gab es jetzt diesen Nail Repair Remover gratis dazu. Sonst gibt es ja nur den Nagellack, um die 13 Euro meine ich. Und den gab es jetzt gratis dazu. Ist halt momentan so eine Aktion, so eine Limited Edition. Ja, und da freue ich mich sehr, dass ich das noch bekommen habe. Und ja, wie ihr seht, sind meine Nägel wieder sehr kurz. Und zwar habe ich die geschnitten, bzw. gefeilt. Und einfach darum, weil die Daumen, also die Nägel an den Daumen, die sind so abgebrochen. Hier waren die noch überall lang und hier waren die so abgebrochen, also kurz. Und das fand ich nicht mehr schön. Deswegen habe ich die überall gekürzt. Und weil ich habe das ja benutzt, dann habe ich das nicht mehr benutzt. Und seitdem ich das nicht mehr benutzt habe, weil mein Nagellack leer war, sind die wieder so brüchig geworden, rissig. Und die waren nicht mehr so lang und so dick. Und ja, jetzt muss ich das wieder benutzen. Also deswegen werde ich jetzt kurze, also bis sie wieder nachgewachsen sind, kurze Nägel haben und ja, auch kein Nagellack tragen, weil die Kur dauert mal nicht 2 bis 3 Wochen und man macht, also erstmal fängt man an, macht eine Schicht drauf, am nächsten Tag macht man die zweite Schicht drauf, am dritten Tag macht man komplett alles weg und dann fängt man am dritten Tag von vorne an. Dann geht das immer so weiter, also 2 bis 3 Wochen und dann werden die Nägel schön kräftig, also schön dick, schön stark, widerstandsfähig und ja, das stimmt wirklich, das ist wirklich so. Ich habe das schon mal benutzt. Ihr habt in meinen Videos gesehen, ich hatte mega lange Fingernägel. Das waren auch meine eigenen Nägel. Und ja, solche Nägel möchte ich gerne wieder haben, deswegen benutze ich das mal wieder. 13 Euro, okay, ist viel Geld, aber es lohnt sich für lange Nägel. Und ich meine, so ein Nagellack reicht wirklich für mehrere Monate. Und wenn man dann halt fertig ist in 2 bis 3 Wochen mit der Kur, dann benutzt man, meine ich, den nur noch einmal die Woche als Unterlack. Also dann kann ich ja wieder Nagellack tragen. Aber kann ich euch sehr empfehlen, sehr ans Herz legen. Das ist wirklich super gut und mir hilft es wirklich sehr. Ob man diesen Nail Repair Remover braucht, ist halt eine andere Sache. Aber den braucht man auf jeden Fall. Weiter geht's. Ich habe mir einen Nagellack von NYX bestellt. Das ist so ein Glitter-Topper. So sieht der aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der so ist. Dann habe ich mir eine Pinselseife gekauft und zwar diese hier. Die ist von Barbara Hoffmann und zwar hat die 10 Euro gekostet. Die riecht nach ja, zitronig, nach Limette, so sieht sie aus. Und wenn ihr dann eure Pinsel sauber macht, dann haltet ihr das unter Wasser, also den Pott hier, und geht mit dem Pinsel so rein und macht sie sauber. Und ja, meine Pinselseife, also ich hatte die schon mal, die ist leer gegangen, hatte ich 6 Monate, länger als 6 Monate, ist dann halt leer gegangen, weil ich die oft, ja so oft habe ich die auch nicht benutzt, aber ich habe die alle 2 bis 3 Wochen benutzt und ist auf jeden Fall leer gegangen, deswegen habe ich mir diese nachgekauft, weil ich sehr zufrieden bin. Dann habe ich mir noch eine neue Pinselseife gekauft und zwar so ein Brush Cleanser von Zoeva. Und zwar sieht das so aus. So, könnt ihr es gut erkennen. Ja, und zwar ist hier so ein Spender.
Und man kann die richtig sauber machen. Dann füllt man ein bisschen hier rein mit Wasser und macht die hier sauber. Oder aber man macht das für zwischendurch, wofür ich mir das gekauft habe. Und zwar für so eine schnelle Reinigung nimmt man einen Pinsel, sprüht man drauf, tut es wieder rein, sie trocknen und fertig ist es. Also jetzt nur so für zwischendurch. Natürlich werde ich sie auch noch richtig waschen. Aber ich wollte das mal austesten, ob das wirklich gut ist, ob sich das lohnt. Und ja, mal schauen, ne? So, weiter geht's. Und zwar habe ich mir von CEWA so ein Kajalstift gekauft. Ich habe gehört, die sollen ziemlich gut sein. Jetzt wollte ich die auch mal austesten. Zwar so sieht der aus. Es ist ein schwarzer und ja, schaut mal so. Könnt ihr das gut erkennen? Ja, also ich bin gespannt, ob der so gut ist. Ich kann euch ja mal... Oh ja, guckt mal. Ein kurzer Strich und guck mal, wie intensiv der ist. So, der ist auch wasserfest und ja, ich bin mal gespannt, ne? Dann habe ich mir noch einen MAC-Lippenstift bestellt und zwar ist das mein erster. Ich habe ihn auch noch gar nicht ausprobiert. Ich hoffe, die Farbe gefällt mir. Und zwar ist das der gehypte Angel. Kennt ihr bestimmt, so sieht's aus. Also die Verpackung ist ja mega, ne? Und boah, die duften so. Ja, die duften echt gut. Und zwar ist das so ein Nude-Ton. Nude-Ton. So sieht's aus. Also steht bestimmt jeder Frau. Ja. Mal schauen, ne? Und dann habe ich noch was bestellt. Und zwar zeige ich euch mal. Was ganz toll ist, und zwar hier könnt ihr sehen, eine Kette und zwei Ohrringe. Und ja, das war ein Schnäppchen. Das hat nur 3,99 € gekostet. Das war von 16,99 € auf 3,99 € reduziert. Ja, und da habe ich mal zugegriffen, ne? So sieht's aus. Nee, ich packe das jetzt nicht aus, denn das ist ein Geschenk. Dann geht's weiter und zwar habe ich die Sachen in den letzten 2 Monaten bestellt, also nicht alles auf einmal. Aber wenn man ja im Wert von 39 € Sachen kauft, gibt es auch Goodies dazu. Und diesmal hat sich das wirklich gelohnt, denn es gab einmal diese schicke Tasche von Escada. Kann ich mal aufmachen. Dazu und zwar, schaut euch die mal an, ist die nicht mega süß pink? Meine Lieblingsfarbe, so sieht's aus. So hinten. Plus Everyday Hand Lotion von Douglas, 100 ml, also ich glaube Originalgröße, die gab es auch gratis dazu. Plus ein Duschgel von Armani, da wird sich mein Freund sehr freuen. Riecht sehr gut. Plus das hier, schaut mal, so schön eingepackt. Und zwar ist das von Kiehl's. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar Alma Creme de Corps. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich das schon mal gehabt. Das hier. Dann noch sowas hier. Zeige ich euch mal, so sieht es aus hier drin. Und dann noch das hier. Das hatte ich auch mal, das war mal in meiner Douglas-Box drin. Allerdings ist das zerbrochen, das weiß ich noch. Sodass ich das nicht benutzen konnte. Das ist so ein Serum. Ja, Serumkonzentrat, so sieht es aus. Mit so einem Pumper, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. So. Ja, also das war auch noch gratis dazu und zusätzlich gab es natürlich diese Standard 2 Parfümproben noch dazu, die man sich aussuchen darf. Und ja, also mich
würde interessieren, was sagt ihr zu meiner Ausbeute? Gefallen euch die Sachen? Würdet ihr davon was nachkaufen? Dann würde mich noch interessieren, geht ihr gerne bei Douglas einkaufen oder bestellt ihr viel lieber? Weil ich muss sagen, ich bestelle viel lieber, weil ich finde, es lohnt sich mehr. Man kriegt mehr Geschenke als in der Douglas-Filiale. Also das ist jetzt meine Meinung. Wie ist eure Meinung? Wie steht ihr dazu? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das doch unten in den Kommentaren rein. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich sag dann mal bis zu meinem nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüssi. Muah.